Wunderschönen guten Morgen. Ich versuche euch heute, sage ich euch, wie Sie mit Gehen ein Bild zuschneiden können. Also wir öffnen ein Bild und dann kann ich euch einfach beibringen, wie Sie das machen können. Und wir nehmen die Breite 1008 Höhe, sollte einfach 560 sein. Dann klicken wir einfach auf OK und hier holen wir einfach unser Bild als Ebene. Und dann können wir einfach loslegen. Wir können ein schönes Bild hier drin haben. Dann kann ich euch einfach ja, weiter zeigen, wie Sie das machen können. Hier haben wir zum Beispiel ein Bild und ich möchte euch einfach zeigen, wie Sie das Bild zuschneiden können. Und wichtig ist immer, dass Sie einfach ja, erstmal dieses Zeichen einfach auf dieses auf das Werkzeug hier zuschneiden, doppelklicken und dann sollte einfach ein Haken hier nur die aktive Ebene draufgesetzt werden und auch fest hier, also mit dem Seitenverhältnis. Es sollte einfach fest sein und wichtig, weil wir einfach ein quadratisches Bild haben wollen, dann setzen wir einfach hier 1, Doppelpunkt nochmal 1, damit es einfach quadratisch bleibt. Und wenn wir fertig sind, dann können wir einfach die Stelle zum Beispiel zuschneiden, die wir haben wollen. Zum Beispiel hier, wir markieren einfach die Stelle hier. Und dann können wir noch mal ein bisschen noch höher machen, bis hierhin. Und Sie sehen, es ist schon quadratisch, wie Sie einfach merken. Wir können auch natürlich noch mal ein bisschen kleiner machen, wenn Sie einfach wollen. Ich zeige euch, wie es geht. Und wenn Sie schon richtig fertig sind, dann können Sie einfach drauf klicken und sofort merken Sie, wir haben das Bild einfach zugeschnitten und so sollten Sie einfach machen. Und Sie haben auch die Möglichkeit, nochmal dieses Bild einfach zu kopieren und woanders anzufügen. Oder aber Sie können auch ja, eine andere Hintergrundfarbe einfach nehmen. Also zum Beispiel, die Hintergrundfarbe ist momentan weiß, aber die Vordergrundfarbe ist schwarz. Und Sie können zum Beispiel sagen, ja, Sie wollen eine Farbe hier haben, dann markieren Sie einfach, holen Sie diese Farbwerkzeug und dann setzen Sie einfach da. Und ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben.